hier wieder mal zu crazy. 14 Kanne Kollaps mit Klamotten. Meine sehr geehrten Damen, Herren, Vulkanstraßenchiller und Vulkansknastaufenthalt. Mein Name ist nicht Yunis Ameri, denn man klaut mir nicht meine SIM-Karte. Es ist wieder soweit, euer YouTuber des Vertrauens sitzt mal wieder hier und schuftet hart. Ja. Heute wieder sehr üblich am Start, fastend und mit Mundgeruch. Donnerstags, 18 Uhr, wie immer. Und heute gibt's mal wieder sehr knackige News. Also, ja, was soll ich sagen? Hier stehen Baba Sachen. Und ich muss natürlich berichten darüber als der seriöseste und beste Nachrichtensprecher YouTubes. Wieso ich meine Cutter nicht mehr bezahlen werde? 24 Tim aussieht wie ein Fortnite-Charakter und Jumbro keine Mandarinen mehr isst, könnt ihr sehen, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt. Und somit würde ich sagen, rein in die Masse, wie gekaufte Streams in Jamos Klasse. Los geht's! Here we go! Aktuell gibt's einen kleinen YouTube-Beef in der Szene. Ich mach Memes für die Kids. Jeder mag Beef. Und zwar herrscht momentan so ein kleiner Beef zwischen Kein Konzept und Turm Sperr. Sehr kreativer Name an der Stelle. Kein Konzept hat vor ein paar Tagen etwas auf Twitter gepostet und da stand Folgendes drin. Es ist korrekt, ein Video zu schneiden für einen größeren YouTuber, das schnell fertig sein soll und dafür gibt es keine Vergütung. Ja, das hat der Bre gepostet, der vor ein paar Tagen das halt gepostet hat, weil er es gepostet hat auf Twitter. Das war kein Konzept, er hat wohl Tom sein komplettes Video geschnitten und Tom Sperma hat aber am Ende Folgendes gesagt. Es war nur ein Probevideo. Wofür die Bezahlung, Herr Benjek? Ah, Baba Bro, ich gehe auch zu Rewe, beiß deine Tomate und bezahle die dann nicht, weil war ja nur Probe. Ein sehr komischer Beef, habe ich so, um ehrlich zu sein, nie mitbekommen. Janne, warum bezahlt man seinen Cutter nicht? Hä? Warum bezahlt man seinen Cutter nicht? Das ist eine wirklich sehr wichtige Frage. In einigen Screenshots sieht man auch, was Sache ist. Der Bre wollte einfach nicht bezahlen, dachte sich, ich dilber diesen Bre ab. So gratis geschnittenes Video nehmen wir alle mit. Und ja, wurde leider nichts. Der Bre hat Hate aus der Hölle bekommen. So, wenn man sich seine YouTube-Kommentare anguckt, der Bre wurde auf jeden Fall gehatet. Tom Sperr. Was ich aber nicht verstehe, ist, auch von YouTubern, die in seinen Videos vor ein paar Wochen hat er auch Hate abbekommen. Ja, nee, Digga, daran merkt man schon, wir werden alle nie so sein. Die kleinen Keks. Vor ein paar Wochen, ihr nennt euch vor der Kamera noch Bruder und dann frontet ihr euch gegenseitig auf Twitter. Ruft den doch an und sagt, Digga, warum machst du sowas? Aber egal, so Menschlichkeit gibt's auf YouTube kaum. Was ich dazu einfach nur sagen kann, ist, bezahlt euren Cutter. Obwohl, eigentlich coole Sache, Digga, wenn man seinen Cutter nicht bezahlt. Mehr Geld für mich. Beske. Rate, wer nächsten Monat keinen Lohn mehr kriegt. Das erste Mal, dass ich einfach seriöse Nachrichten vorgelesen habe. Bisschen Tom Sch*** mal hier, bisschen kein Konzept da. Gefällt mir gar nicht! Geil. Es gibt Menschen da draußen, die mag man. Es gibt Menschen da draußen, die akzeptiert man und man liebt sie und respektiert sie. Dann gibt's noch 24 Tim. Ja? Vor einigen Tagen wurde mir folgendes Video zugeschickt. Hallo, grüßen. Nein. Bitte. Nein, ich krieg keinen. Wenn hier jemand. Avirano. Warum habt ihr keinen Respekt vor Leuten, die ihr nicht kennt? Ich hab nichts beleidigt. Ich hab nichts gemacht. Ich finde das so ein Fortnite. Wer ist das denn überhaupt? Sag mal leise, Digga. Keiner will ein Grußvideo von dir. Ein Fortnite-Fan. Bauer, Bro. Perfekt. Man hat auf jeden Fall gesehen, 24 Tim wurde irgendwo angetroffen. Ja. Stange chillt mit Stange und daneben chillt Schlange. Beske, Walla, bevor die mir eine Unteilsklage reindrückt, zensier sie von Anfang an. Pack einfach den Zwickel auf ihr Gesicht. Diese Brees haben auf jeden Fall den Wunsch gehabt, dass man Arvin grüßt. Grüß an Arvin. Und dann kommt irgendeiner aus der Ecke und sagt, mach mal einen Fortnite-Tanz. Kannst du bitte einen Fortnite-Tanz machen? Ja, ich hab meinen Namen gehört, Digga. Kannst du ohne den grüßen? Und jetzt guckt in sein Gesicht. Beske, zoom in sein Gesicht. Guck mal, die Verzweiflung der Arme. Nee, aber ich weiß, dass er Videos gegen mich macht. Tim, ich mach keine Videos gegen dich. Oder doch, warte, was hat er gesagt? Nee, aber ich weiß, dass er Videos gegen mich macht. Nein, ich mach sie nicht gegen dich, ich mach sie über dich. Ich lache dich nicht aus, ich lache mit dir. Ja, er hat sich gegen mich gemacht. Guck mal, direkt. So ein Zentimeterarm kam da raus. Ihr habt seinen Arm gesehen. Beske, man hat seinen Arm gesehen. Haben Sie seinen Arm gesehen? Man hat seinen Arm. Das war irgendetwas? Ja, ich hab beleidigt von den Leuten, Okay, Walla, abgesehen davon, dass die zu ihm sagen, mach einen Fortnite-Tanz. Jungs, Walla, ihr habt einen Schaden. Er mich nicht grüßen will, ich versteh's nicht. Tim, warum willst du mich nicht grüßen?
Kommt einer aus der Ecke? Ist hier ein Problem? Und er sagt, die haben mich beleidigt. Aber egal, wie viel wir über diesen Jungen lachen, mit ihm lachen. Trotzdem, Freunde, ich will euch zu nichts anstiften. Hört auf, die Leute auf den Straßen so zu bedrängen. Der Junge ist einkaufen, ihr sagt, macht Fortnite-Tanz. Meine Videos dienen nur zur Unterhaltung. Tim, ich mache nicht Videos gegen dich, ich mache sie über dich. Ich wünsche Tim auch nur das Beste. Bling, bling, Kette, Ralf Lauren, Farbe Pink. Toastbrot und Sandmann-Musik. Was ich dazu sagen kann, ist, es gibt dazu nichts zu sagen. Da machen wir Fortnite-Tanz. Ich würde sagen, lang genug irrelevante Nachrichten besprochen. Wir haben lange drauf gewartet. Ihr habt noch länger drauf gewartet. Aber heute kommt eine etwas neue Kategorie. Real Life Stories mit dem Jump Bro. Oh, Digga, ich hab einmal eine Mandarine. Einer hat mich mal mit einer Mandarine abgeworfen. Kam auf meine Eier, Walla, ich lag halb schon auf dem Boden. Das hat mich emotional berührt, Alter. Soll ich jetzt Mandarinen essen? An der Jump Bro ab Mandarine hier nur ab. Was haben wir noch für Nachrichten? Menschen helfen, Gesundheit, Jules, Boring Life hat weiß lackiert. Digga, was sind das für Nachrichten? Ich habe keine Lust mehr, ich arbeite schon viel zu hart. Ich gehe gleich auf TikTok live battlen, deshalb würde ich sagen, wir kommen zur letzten Kategorie. ABK ist wieder zurück und Influencer fangen an zu zittern. Zittern ist ja Maniac. Und er hat Folgendes ausgepackt. Audios. Die einblenden, damit habe ich nichts zu tun. Sie sagt jetzt, dass Jonas dir gesagt hat, dass sie ein Video gegen Maria machen soll. Warum hast du dann Sterik, als er das Video hochgeladen hat, ein Statement gemacht und gesagt, hey, der hat das Video so und so geschnitten und das noch eingefügt? Das weiß ich gar nicht. Wisst ihr, warum der so jetzt einfach mal alles sagt? Weil sie mit Maria wieder so ist? Bruder, guckt euch diesen Marokkaner an. Ein wunderschöner, starker Mann. Bruder. Aha, okay. Und wer hat Jonas dazu gezwungen, ein Video zu machen, in dem er sagt, dass mit Mariam wieder alles okay ist und sonst was? Und hier ist der Beweis dafür, dass Jonas gezwungen wurde, das Video mit Mariam zu drehen. Da kam Jonas, ist ja richtig ausgerastet und meint, dein Vater soll das Video löschen, ich mach so ein Statement gegen euch alle. Danach meinte sie, Jonas, du machst ein Statement und sagt, dass dein Vater dich zu allem gedrängt hat, zu dem Statement. Als sie dann vor der Kamera saßen, vor jedem Satz hat sie halt immer gesagt, sag das, vergiss das nicht, sag das noch, sag das noch. Bruder! Ja, ne, ich sag euch offen und ehrlich, ABK, mittlerweile knapp 50 Jahre alt, hat Merkel das Lesen beigebracht, aber er kommt aus dem Nichts, er zerstört aus dem Nichts und dann war's das. Bruder, Yunus Ameri zu zerstören ist sein Wohnzimmer. Es ist seine Blutgruppe. Aber diesmal hat er nicht Yunus Ameri zerstört, ihr habt's selber gecheckt. Endlich hat dieses Netflix-Sein ein Ende bekommen. Walla, ihr habt viel zu viel, wie soll ich sagen, ihr habt viel zu viel Plattform gehabt. Und ich würde auch so weit gehen, um zu sagen, wäre YouTube so wie vor 3-4 Jahren, nach einem Video, ihr wärt schon weg. Aber wir waren alle zu lieb zu euch. Was hat Yunus gemacht? Yunus war doch auch nicht besser. Was hat Yunus gemacht? Was? Hat Yunus gekifft mit irgendwelchen anderen Mädchen in deiner Wohnung? Aber das, er war doch auch in einem Hund, er war zum Beispiel in einem Hotel mit den Hat Yunus, war Yunus mit seiner Ex irgendwo? Schäm dich. Walla, das ist das, was wir alle gebraucht haben. Einer, der jedem einzelnen blinden Kind da draußen mal die Augen öffnet. Wir sind da seit Monaten am Start, ziehen ihre Community von vorne bis hinten ab, ziehen deren Familien in Dreck. Bruder, sind wir hier beim Elternabend oder warum sehe ich eure Familien öfter vor der Kamera als euch? Ich bin in seine Galerie gekommen, habe meine intimen Sachen wirklich gefunden. Ich habe die Sache dann von seinem Handy gelöscht. Warum löscht du nicht vor seinen Augen alles und sagst, okay, Tamam, hier dein Handy, bitteschön. Warum muss man in sein iCloud reingeben? Warum muss man in sein PayPal reingeben? Warum habt ihr seine SIM-Karte zerstört? Aber ich kann offen und ehrlich sagen, ihr wurdet von ABK sauber geschlachtet. Ihr seid schlechte Vorbilder. Ihr wurdet sauber geschlachtet. Ihr vermittelt einfach falsche Werte. Ihr könnt mir nicht sagen, wir zeigen euch nur das Halt deine Bitte, Walla. Ihr habt mit 16 Jahren gefühlt islamisch geheiratet. Ihr habt das in Dreck gezogen. Der eine Bums mit dem, der andere Bums mit dem. Bruder, was habt ihr für einen Familienstammbaum? Ein Kreis? Jeder Bums mit jedem? Bruder, wo sind die angekommen? Und wenn ich mir diese Sandra angucke, Bruder, ich sag euch offen und ehrlich, langsam kommt's auch aus mir raus. Vor ein paar Monaten, du sitzt in deinem Statement und du sagst, Mariam hat dich mit dem Kacken aufgenommen. Wer will das überhaupt sehen? Wer will das überhaupt sehen? Wer? Dann Mariam, blaue Augen, Eisbonbon, schreibt dir zweimal. Und was passiert? Du sitzt und schießt gegen Yunus. Digga, ihr seid wirklich an einem Punkt angekommen. Ich habe mir ABKs Video komplett angeguckt. Ihr nehmt alles, was ihr macht, auf. Ihr nehmt alles auf, Bruder. Man sieht dort 30 Minuten Sprachmemos. Trefft ihr euch auch mal, ohne euch aufzunehmen? Die nehmen alles, was sie machen, auf. Irgendwelche Väter machen Statements. Die anderen heulen vor der Kamera. Eine Woche schießen wir auf den, die andere auf den. Dann kommt mir noch eine, die sagt, ich bin zum Islam konvertiert. Und muss sich dann rechtfertigen dafür, dass sie sagt, Hamdullah, jetzt beten gehen. Mit Gras in der Hand. Wo ist eigentlich dein Statement? Wo ist eigentlich dein Statement? Hat Mariam ihr Bruder noch erlaubt, hochzuladen oder was? Ich sag euch offen und ehrlich, ich will mich eigentlich gar nicht aufregen. Ich gebe denen ein paar Tage. Dann kommt das nächste Statement online. 40 Minuten lang. Irgendwas wird rum erzählt. Dann kommt das andere Statement online. Und das wird so lange gehen, bis eine Armageddon-Folge kommt und ihr seid alle weg. Weg. Ja, egal, scheiß drauf, Alter. Warum gebe ich mir noch zum Scheiß? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert einfach für den Algorithmus, weil der Algorithmus mag mich nicht mehr. Deshalb mag er mich, wenn ihr kommentiert. Ich küsse euer Herz, ich liebe euch über alles. Und wenn der Gegner auf dem Boden liegt, fängt der Kampf erst richtig an. Bald kommt TikTok jetzt noch nur 60. Kuss, Digi. OC361, Video zu Ende. Abonnier jetzt, sonst. Mariam hat dich mit dem Kacken aufgenommen. Die Bitch aus dem Stuhl.